Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends Community Wars. Ja, heute spiele ich mit Soraka wieder mal als Supporter auf der Botlane. Wir haben einen Warwick im Jungle, einen Wukong auf der Toplane, einen Sigis. Oder wie hieß der gute Mann noch? Ja, der ist in der Mitte und ein Draven geht mir und mit mir nach unten auf die Botlane. Im gegnerischen Team, hui, das sieht aber sehr nach richtig viel Damage aus. Eine Annie, ein Varus, ein Jinx, einen Teemo und einen Master Yi. Also das könnte ziemlich gefährlich werden. Mal gucken, was uns dann unten auf der Botlane erwartet. Die haben auf jeden Fall keinen Jungler. Ich weiß nicht, ob G unbedingt jungeln geht, aber ja, die Fähigkeiten lassen darauf schließen, dass er das nicht machen wird. Auch die Wiederauferstehung finde ich als ja, Dings Summoner-Fähigkeit nicht so pralle jetzt. Aber mal gut, okay, mal schauen, wie sich der Yi denn so schlägt. Und mal gucken, wie weit wir das Spiel denn hier für uns entscheiden können. So, wie weit sind wir denn? Der Teemo, der braucht noch so ein ganz kleines bisschen, dann sollte es auch gleich schon losgehen. Wie gesagt, ich bin wieder auf der Botlane als Supporter. Mal gucken, ob ich mich diese Runde wieder genauso gut anstelle. Dadurch, dass wir jetzt wieder auf dem Dienstag aufnehmen, haben wir jetzt auch neue Champions in der Auswahl. Dementsprechend, ja, konnte ich leider keinen Blitzcrank mehr nehmen, sondern musste mich hier mal für eine Soraka entscheiden. So, da geht's auch los. Dementsprechend starten wir hier mal mit den beiden. Dann holen wir uns hier noch einen Ward und noch einen Potion. Und ich werde mich dann mal auf den Weg nach unten begeben. Ich muss nur ganz kurz gucken. Das war der Heal, also die Soraka kann Verbündete wie sich auch selbst heilen. Dann gibt es hier eine Mana-Wiederherstellung bzw. ein Damage. Und hier gibt es noch so einen Sternenfeuer, der, ich glaube, Magieresistenz heruntersetzt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Der Warwick fängt natürlich bei Rot an. Der Sigis, der ist hier schon brav am gucken, ob da vielleicht der ein oder andere hier rüberkommt. Mal gucken, der Draven steht hier unten. Der hat ja gar keine Mana. Doch, hat Mana. Okay, ich dachte, der wäre wieder so ein Char ohne Mana. Nope. Ist aber ein Nahkämpfer. Mit seinen zwei Klingen, die er, glaube ich, herumwirbeln und schmeißen auch kann. Dementsprechend muss ich mal gucken, wie gut das hier so klappt. War das übrigens auch ein Silence? Ja, das war sogar ein Silence, ein Temporary. Für 1,5 Sekunden. Okay, also muss ich mal gucken. Mal schauen, was wir hier unten haben, wenn wir hier zum Beispiel eine Annie oder einen Teemo haben. Würde sich das lohnen, auch mal, ja, dort drauf zu drücken. So, jetzt wollen die hier, Blue doch starten, okay. Mal eben kurz aufpassen. Also der Teemo ist auf jeden Fall hier oben, sieht man schon. Mal gucken, was wir hier unten dann gleich haben werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier diese Jinx bekommen und eventuell Varus. Mal, ich weiß es nicht. Das war aber ein früher Smite. So, dementsprechend lassen wir ihm natürlich da jetzt mal eben seine Sachen farmen. Und wir haben hier den... wir haben die zwei AD-Carries, die Fernkämpfer. Das könnte echt spannend werden für den Darus hier, wenn wir diese Lane nicht dominieren. Mal gucken. Er muss auf jeden Fall jetzt hier in seine Farm reinkommen. Da werde ich ein bisschen aufpassen müssen. So, also wir müssen auf jeden Fall auf diese beiden aufpassen. Die haben hier einen Slow. Oh, da kommt schon das First Blood von Wukong. Nice, an der Top Lane. OMG. Da war er hier ein bisschen retarded. Mal schauen, wie gut wir hier zurechtkommen. Jetzt muss ich... eigentlich brauche ich keine Ward so unbedingt stellen. Wir haben ja jetzt hier nur, also die haben jedenfalls keinen Jungler. Dementsprechend haben wir jetzt hier nicht so die Gefahr aus dem Dschungel. Und da geht auch schon der nächste down in der Mitte. Unser Team hier auf jeden Fall sehr gut. Wir haben das Problem wahrscheinlich hier wieder in der Botlane. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich skill hier mal hier ganz kurz den Silenced. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Wir lassen uns hier schön am Tower einfach ein bisschen reindrücken. Dann hat der Darius auch nicht so das Problem. Ich kann ihn mal ganz kurz hier heilen. Zack, alles kein Ding. So, er passt natürlich auch schön brav auf. So, haben wir ihn mal hier ganz kurz ein bisschen harassed. Sollte nicht so das Problem sein. Jetzt holen sie sich das gegnerische Blausiges. Geht da auch schon mit. Ich werde mal ganz kurz, glaube ich, diesen Busch hier warden, dass wir keine Angst haben müssen, dass die uns hier etwas, ja, von der Seite hier gleich ankommen werden. So, dann werde ich weiterhin meinen Heal skillen, damit ich den Darius hier auch gut schön heilen kann. Und da ist leider der Wukong jetzt auch oben gestorben. Das ist ein bisschen problematisch, da muss der Warwick jetzt nach oben und die vom Tower abhalten. So. Mal gucken, wie gut wir es hier noch schaffen zu überleben. Und da hat er wieder ein paar Hits abbekommen. Aber wenn er in gut in Farm kommt, dann sollten wir keine Probleme haben. Ah, und da kommt der Sigis und der Warwick und sie krallen sich da oben. Schön und fein, die beiden. Na, der Yi. Na, den Yi haben sie leider nicht mehr gekriegt. Schade. So, da heilen wir mal ganz kurz den Kerl wieder hier hoch und geben ihm auch noch ein bisschen Mana wieder. Sehr schön. Dann wirkt sich wenigstens auch unsere Mana-Regeneration ein bisschen aus. Müssen wir hier wieder ein bisschen zurück. Schön ausgewichen. Sehr nice, sehr nice. So, ich kann mal ganz kurz hier ein bisschen in der Mitte scrollen. Da kriegen wir vielleicht gleich den nächsten Kill. Muss ich unten natürlich ein bisschen aufpassen. Eventuell. Als Supporter hat man ja so ein bisschen Langeweile. Gucken wir mal. Nein! Oh, die Annie kriegt ihn noch gerade so. Mann, Mann, Mann. Ein bisschen retarded. Ein bisschen. So, jetzt hole ich mir mal ganz kurz noch den hier. Hier noch ein bisschen mehr Silence habe. Können wir fast hier den Varius angehen, aber auch nur fast. Und der Teemo wird da oben auch schon ein bisschen aggressiver. Der Wukong muss ein bisschen aufpassen. Was ist hier los? Ja. Ist nicht ganz so einfach. Müsst ihr euch natürlich ein bisschen anstrengen hier. So. Jetzt gehe ich da mal ganz kurz hier drauf ein bisschen. Dann silenzen wir nochmal ganz kurz. Schön bra. Oh, da habe ich den falschen erwischt. Huch. Diesmal war es noch nicht ganz so schlimm. So, jetzt werde ich hier mal ein bisschen harassen. Zack. Einfach mal hier ein paar Schüsse rein. Wir sind hier auf jeden Fall noch gut mit dabei. Oh, jetzt müssen wir hier natürlich aufpassen. Und da müssen wir ganz kurz silenzen. Und mal wieder hochheilen. Wunderbar. Sehr schön. Da muss ich aufpassen. Sehr schön. Wir sind schon Level 5. Wir sind auch Level 4. Das kommt natürlich daher, weil wir hier den Blue gemacht haben. Und dementsprechend ein bisschen an Level verloren haben. Aber wir sind noch auf jeden Fall in den Kills vorweg. So. Zack, da haben wir nochmal ganz kurz geheilt. Das war aber sehr, sehr knapp. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf den Heal damit. Ach, verdammt, den wollte ich erst den Sternenfeuer noch haben. Ah, okay, ist egal. So, dann kriegen wir auf den auf jeden Fall nochmal ein bisschen hochgeheilt. Okay, er geht zurück. Dementsprechend, ja, pass genau auf. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen farmen. Oder nee, doch nicht. Er will doch nochmal hier bleiben. Farmt sich hier im Prinzip jetzt noch ein bisschen weiter hoch. Zack, gebe ich noch ein bisschen Leben wieder dazu. So, dann lasse ich da mal ganz kurz ihn abhauen. Ich weiß nicht, ob er jetzt hier unbedingt drauf gehen möchte oder auch nicht. Ist mir jetzt gerade ein bisschen schleierhaft. Warten wir noch ein bisschen ab. Nee, die gehen wahrscheinlich beide weg. Wahrscheinlich ist die Jinx schon weg gewesen und jetzt geht auch der, ich weiß gar nicht, dieser Varius? Varus. Okay, der Varus wahrscheinlich weg. Die können sich hier natürlich schön das Ganze teilen. Können beide immer brav hin und her.
Wie sieht's bei Wukong aus? 2-2, er muss ein bisschen aufpassen. Also nicht, dass er hier sonst noch. Okay, hier wird gepinkt. Da kommt das Silenced. Ah, aber er haut schon zu weit ab. Hab jetzt meine Ulti im Prinzip auch. Hab jetzt sozusagen den großen Heal für alle Champions im Umkreis. Zack, gebe ich ihm hier nochmal wieder Heal. Sehr schön. Und jetzt sind sie natürlich wieder zu zweit hier auf der Lane. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Könnte interessant werden. Je nachdem, wie gut wir uns schlagen. Weiß nicht, auf wen ich den Silence jetzt unbedingt setzen soll. Da kommt Sigis, aber das hat nicht. Oder war nicht ganz so klasse. Die Ulti war ein bisschen verschwendet. Hier gerade im Augenblick. Da habe ich mal ganz kurz gesilenced. Ah, sehen wir dabei leider nicht mehr. Und jetzt müssen wir aufpassen. Nicht gegen zwei, nicht gegen zwei. Ah, verdammt. Da muss ich nochmal ganz kurz hier laufen. Kriege ich aber hier richtig ordentlich Schaden. Ah, schade. Habe ich versucht, mit meiner Ulti ihn zu heilen. Das hat leider nicht geklappt. Waren wir ein bisschen zu weit drin. So, dann werde ich mir jetzt hier versuchen, noch ein bisschen etwas Gold zu beschaffen. Denn die Farm kriegen wir ja sonst eh nicht. So. Sollen sie doch hier etwas farmen? Schade. Hier ist leider keiner unten, sonst hätten wir gesagt, dass wir hier eventuell. Ach, die Ulti wäre gekommen. Verdammt. Das war natürlich, habe ich jetzt nicht bemerkt. Stimmt, er hat natürlich eine super große Ulti-Reichweite. Da hätte ich doch nochmal ganz kurz gehen können. Jetzt gehe ich nochmal schnell weg. Ich hoffe, der Darius packt das. Ah, schade. Da war ich ein bisschen zu greedy. Ich wollte ihn ein bisschen vorbereiten, aber na, war dann doch nicht ganz so klasse. Deswegen kann ich mir jetzt hier mein Gold-Item kaufen und kaufe mir auch schon mal hier das Lebens-Item. Schade, ich habe den Kill leider nicht mal mitgekriegt, sonst hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Gold. Und ich glaube, ich kaufe mir. Ha, ich will das Ward-Item halt nicht komplett haben. Ich könnte noch ein bisschen warten, aber 75 ist ein bisschen viel. No prob. Das geht schon klar. Ja, warten wir noch ganz kurz ab. Dann habe ich hier das Ward-Item. Ah, das ist natürlich jetzt hier ziemlich lange. Das dauert das. Und da geht's natürlich an dem Teemo ran. Ja, die Kills müssen jetzt hier natürlich ein bisschen fließen. Der Teemo ist ja schon ein bisschen abgefeedet. Ah, ich warte mal ganz kurz, ganz kurz. Ah, nicht so schlimm. Der Darius hält das da unten schon ein bisschen noch aus. Das Ward-Item auf jeden Fall wichtig. So, das haben wir jetzt. Dann laufe ich jetzt schnell wieder zurück. Denn momentan ist ja Darius sowieso hier gerade alleine. Pass auf, Junge. Lass dich hier nicht unbedingt killen und da kommt auch schon der Varus und versucht hier natürlich zusammen mit der Jinx das Ganze hier abzufangen. Pass auf, du bist noch alleine. Ich komme gerade. Einen Augenblick. Da sind wir schon, da sind wir schon. Bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. So, Mana und Leben gibt's zurück. Ich habe Ulti, okay. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Wow, ich habe auch Ulti. So. Ganz kurz gesilenced. Ich habe leider noch kein Heal wieder. Oh, ein Flash. Wunderbar. So, dann nehmen wir das jetzt nochmal ganz kurz mit. Sehr schön. Haben wir den einen hier auch wieder gekriegt. Und ich habe auch mal einen Kill Assist wieder bekommen, um einfach ein bisschen mehr Gold zu haben. Derweil werde ich mal ganz kurz hier ein bisschen abwarden. Nicht, dass hier uns. Da kommt er schon wieder. Sehr schön. Haben wir ihn gleich erstmal hier gesilenced. Sehr schön, sehr schön. Kriegt er ihn noch? Kriegt er ihn noch? Kriegt er ihn noch? Ah. Nein. Schade, kriegen wir nicht mehr. Hätten wir ihn fast noch gehabt. Na? Er will nicht. Er möchte nicht mit uns spielen.
Schade eigentlich. Ah, da kommt auch schon die andere schöne Tante. Die versucht es mit einer Ulti. Oh, das hat aber jetzt gar nicht weh getan im Prinzip. So, jetzt gebe ich ihm noch ein bisschen Mana wieder. Damit es hier natürlich auch schön klappt. Ja, ich versuche dir Mana wieder zu geben. Zack. Da gibt es am Mana wieder. Schön brav, damit du auch schön weiter hauen kannst hier auf die beiden Mobs. So, da haben wir ihn gesilenced. Ah, da gehen sie rein, da gehen sie rein. Da muss ich ihn aber jetzt auch kriegen. Sonstens, ja, schade, schade. So, hoffentlich kriegt der Sigis den noch. Jo, schön und brav, der Sigis hat ihn gekriegt. Ich komme jetzt hier noch ganz kurz rum. Und der Sigis, der macht hier aber ordentlich Damage. Ordentlich Damage. Und schön abgegriffen. Schön abgegriffen. Hätte ich nochmal ganz kurz heilen können. Dann hätte ich den Kill auch noch mit angerechnet bekommen. Natürlich ein bisschen zu langsam hier, ne? Schade, schade. Auf jeden Fall hier, der Tower wird jetzt eingerissen von uns. Definitiv. Das sollten wir jetzt machen. Und dann gehen wir gleich mal ganz kurz eben back. Beziehungsweise ich gehe auf jeden Fall back. Denn, oh, so viel Gold habe ich jetzt auch nicht, dass ich mir Items kaufen kann. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall den Turtle, den Turret. Den Turtle haben wir geschafft. So, der Wukong ist auch schon wieder leider gestorben. Da, Warbreak. Der Teemo wird richtig fett. Richtig fett, der Teemo da oben. So, wollen wir den, den Drake angehen? Ich glaube, das wäre nicht ganz so gut. Ja, wir gehen erstmal nach oben, würde ich sagen. Wäre auf jeden Fall etwas besser, damit wir den Teemo hier erstmal wegbekommen. So, ich laufe mal mit dem Sigis hier mit hoch. Ich gebe ihm auf jeden Fall ein bisschen Mana, damit er auf jeden Fall hier noch Mana hat. Los, werf da eine Bombe rein. Werf eine Bombe rein. Sehr nice. Shut down. Ups. Das war jetzt aber ein Killstil der feineren Art. Sorry. Ja, das wollte ich eigentlich nicht. Ah doch, klar wollte ich. Nein. Gut, haben wir aber ein bisschen Gold und ich kann mir mein Ward-Item verbessern. Dementsprechend, was bauen wir denn als nächstes, ist jetzt die Frage. Wir könnten noch ein bisschen hier den hier zu Ende bauen oder wir bauen den hier. Bin ich mir jetzt gerade ein bisschen unschlüssig, was wir eher brauchen. Oder wir bauen uns hier das hier. Ein bisschen Armor gegen die ganzen ADs da unten. Wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Ich glaube, den baue ich mal. Das ist natürlich jetzt ungünstig hier. Da ist auf jeden Fall die Ulti daneben gegangen. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, ich komme noch rechtzeitig nach unten, bevor der Turret hier dann doch kaputt ist. So, Na, kriegt er ihn, kriegt er ihn. Wird sehr knapp, wird sehr knapp. Killing Spree und Double Kill. Nice Job. Good Job. Müssen wir ihn mal gleich mal ganz kurz eben loben. Und hier natürlich Mana und Leben wiederherstellen. Ja, das war sehr, sehr gut. Hat er beide abgefangen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat es auch noch sehr gut überlebt. So, ich gebe natürlich ein bisschen mehr Mana hier noch. Dann skillen wir hier das Mana auch noch weiter. Zack. Healen wir ihn schön hoch. Weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen hier ein bisschen Druck machen auf die Lane. Wäre auf jeden Fall nicht so verkehrt. Dann könnten wir auch so langsam mal in die Teamfights übergehen. Da oben wird auch gleich einer schön gekillt. Hier sind sie zu zweit gegen zwei. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Kriegt der Warwick die noch? Auf jeden Fall schön die Sigis Ulti da reingelaufen. Schön und nice, nice, nice. So, gucken wir mal. Dort kommt Varus und Jinx. So, zack. Die kriegt erstmal ein Silence. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen hier. Nicht, dass uns gleich hier aus dem Dschungel dann hier was überrascht. Deswegen werde ich mal ganz kurz hier noch ein Ward aufstellen, einfach mal. Die da oben machen hier schon richtig Druck. Richtig schönen Druck. Nein, 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 nein. So nicht, meine Herren. Der wird nochmal gesilenced.
Da muss ich ihn jetzt aber auch kriegen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Den heilen wir nochmal schnell nach oben. Perfekt. Zack. Naja, den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Scheiße, hätte ich früher drauf gehen sollen. Na, das war mein Fehler. Aber ich glaube, ich gehe hier lieber zurück. Die werden sonst. Ja, da kommt schon der Timo. Dementsprechend werde ich da mal ganz kurz jetzt hier abhauen. Bevor der Timo mich dann hier doch noch eben schnell catcht. So, aua. Ah, das war natürlich eine böse Ulti. Die war nicht ganz so gesund. Aber ich gehe jetzt auch langsam zurück. Unstoppable für den Sigis. Der hat sich hier doch sehr gut gemacht. Auch am Anfang nicht ganz so gut gestartet. Aber jetzt ist er drin. So, ich werde mir jetzt für den Timo hier auch natürlich noch ein bisschen Death besorgen. Hier das schöne Schild ist natürlich sehr, sehr nice. Wir werden jetzt mal hier mit in die Mitte laufen. Da kommt der Timo. Da geht er auf die Timo-Jagd. Schade. Hätte er ihn fast gehabt. Ich komme hier natürlich von oben. Ah, nee, das ist der Darius kommt hier. Aber der kriegt ihn locker, kein Problem. Jetzt gucken wir hier natürlich noch eben kurz, dass wir hier zu dem Team hinzustoßen. So, ich muss hier natürlich ein bisschen Heile geben. Ah, komm in meine Richtung. Komm in meine Richtung. Zack, da haben wir den Wukong hochgeheilt. Da kommt auch noch der Darius. Der wird nochmal hier ganz kurz gesilenced, dass er auch ja nichts macht. Sehr schön. Da pushen wir dann doch einfach mal eben kurz mit oder so. Ah, die doch nicht. Unser Turret ist destroyed worden. Das ist nicht so schön. Deswegen laufen wir einfach mal mit. Ich könnte auch mal natürlich noch ein paar schöne Wards hier in den Busch stellen. So, dann werden wir hier noch einen hinstellen und den nächsten dann dorthin. Dann haben wir alle hier im Prinzip verteilt. So, mal gucken. Hier ist nichts. War das gerade eben die Sigis-Ulti, die hier ganz kurz eben die Minions geklärt hat. So, den Darius müssen wir natürlich eben kurz wieder hochheilen. Dann geht's weiter. Ich passe hier natürlich ein bisschen auf, versuche hier noch ein bisschen Erfahrung mit abzustielen. Und ich habe eigentlich gar nicht mein Heal-Potion verbraucht. Hätte ich mal machen sollen, zwischenzeitlich. Naja, gut, okay. Haben wir noch ein bisschen was. So, da geht's in der Mitte los. Die versuchen hier den Drake, beziehungsweise auf den Sigis gehen sie hier drauf. Komme hier natürlich von der Seite mit rein. Und Krall. Das ist nicht ganz, gar nicht so schön. Ah, schade. Versucht die noch hier zu heilen und noch ein bisschen Mana zu geben. Ah, hätte vielleicht den Warwick hier die Mana geben können. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bleib in meiner Reichweite. Nein, 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 nicht stirben. Oh. Ah, das waren leider 5 Seconds für Heal. Ah, gut, ich hätte jetzt meine Ulti nehmen können, aber wäre jetzt nicht so praktisch gewesen, da die Ulti zu viel verschwenden. Aber den da unten kriegen wir leider auch nicht. Ah, das ist natürlich jetzt hier sehr böse. An enemy has been slain. Ah, ja, gut. Den kriege ich, denke ich mal, auch nicht. Habe ihn aber sehr gut vertrieben noch. Hier von der Lane. Und der Warwick ist hier richtig böse. Er räumt hier nochmal richtig schön auf. So, ich gehe denn derweil auch nochmal eben kurz zurück. Verkauf wahrscheinlich. Ja, er dachte, du wärst ein bisschen schneller. Ich werde mir jetzt mal die Boots kaufen. Das ist, denke ich mal, nicht allzu verkehrt. Dass ich mir hier mal ein paar schnellere Boots kaufe. Ich denke mal, ich werde mir auch die Movement Speed Boots vielleicht kaufen. Ah, macht nicht ganz so viel Sinn, oder? Ah, ich bin mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall kaufe ich mir das Schild hier zu Ende erstmal. Jo, sorry. War ein bisschen zu langsam. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen schneller jetzt beim Team sein. Denn jetzt gehen so langsam die Teamfights los. So, hier kriegen wir auf jeden Fall einen. Da laufe ich mal mit, ganz kurz. Der Timo. Wo ist der denn hingeflasht? nein, 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 nein. Der Wukong, der Wukong, der Wukong. So, den haben wir auf jeden Fall noch geheilt. Sehr schön.
Ah, kriegen wir ihn noch? Kriegen wir ihn noch? Kriegen wir ihn noch? Jo, sehr schön abgegriffen noch. Jetzt war die Ulti für verschwendet, aber okay. Damit können wir leben. 4 Sekunden noch, 2, 1. Zack, da haben wir den Wukong hochgeheilt. Sehr schön. So, waren wir sie denn hier? Alle sind sie gerade irgendwo unterwegs. Na, die Jinx möchte dann doch nicht mit uns kämpfen. Ich greife hier noch ein bisschen Erfahrung mit ab, mit dem Wukong zusammen. Zack. Ups. Ach, da habe ich mir die Heilung reingedrückt. Das sollte ja eigentlich nicht passieren. Aber das mit dem Schnellcast ist das natürlich halt so. Achso, jetzt wollte er mir den schenken hier. Kein Ding, kein Ding. Shutdown. Der Sigge ist leider jetzt auch abgegriffen worden. Hier mit von zwei Leuten gleich. Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Schade, schade. Wir pushen jetzt hier erstmal unten. Müssen natürlich hier aufpassen. Wir werden wahrscheinlich hier gleich von hinten überrannt. Deswegen gebe ich da mal ganz kurz ein Wort hin, damit wir ein bisschen Vision haben. Ne, die sind noch oben in der Mitte. Okay. Dann können wir jetzt hier locker für den Tower gehen. Gehen wir einfach mal hier kurz hin. Ja, wir unten weiter pushen. Wir sind ja relativ zügig jetzt hier zu dritt. Mal gucken. Werde jetzt hier einfach mal drauf. So, passt noch. Mal gucken, wer uns hier gleich entgegeneilt, um hier noch ein bisschen zu deffen. Dann backdooren wir einfach. Aua, aua. Was war das denn? Die Jinx versucht da oben natürlich weiterzuhauen. Währenddessen kommen wir auf jeden Fall hier gut an. Da wird auf jeden Fall gesilenced und der Wukong greift hier schön und gut durch. Sehr nice. Der Yi hatte einfach mal keine Chance. Jetzt müssen wir aber auch langsam zurück. Nein, Darius nicht. Ah, das kriegen wir nicht hin. Ja. Das war natürlich nicht so gut. Ich werde mal zum Sigis hochlaufen. Ich denke mal, sie werden mir hier folgen. Haben ihn schön abgegriffen. Sehr nice. Hier oben steht noch die Annie. Sehr schön, sehr schön. Der Varius, den werden wir auch noch kriegen. Zack, Triple Kill. Für unseren schönen kleinen Bomber. Da kommt der Yi. Der Yi versucht jetzt noch für mich zu gehen. Aber das kann er natürlich vergessen. Und ich greife mir hier nochmal ganz kurz eben den Health Kill mit ab. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da werden wir hier oben kurz mal die Tower einreißen. Ich werde mal ganz kurz hier einen Tower-Hit kassieren, das Problem ist kein Problem. Oder auch drei. Zack, ich gehe nach oben und helfe dem Warwick hier jetzt eben schnell den Tower einzureißen. Ich habe kein Heal, ich habe gerade mein Heal benutzt. Witzbold. Geht leider noch nicht. So. Haben wir hier ein Turret noch destroyed. 2 Sekunden bis Heal. Dann heilen wir auf jeden Fall hier unseren schönen Sigis. Der Warwick kriegt auf jeden Fall relativ zügig hier die Leben zurück. Den Sigis kann ich leider nicht so schnell heilen. Oh, aua, aua, aua. Ich werde hier jetzt schön auseinandergenommen fast. Ah, damn. Da hätten wir ihn fast gekriegt. Der Warwick, der Warwick. Warwick. Ah, jetzt kommt der Warwick. Sehr schön. Und Killing Spree. So. Musste mir nochmal ganz kurz einen Kill hier eben schnell besorgen. Und ich ping mal ganz kurz, dass er hier ein bisschen aufpassen soll, denn wir sind hier gerade alle weg. Ich werde dementsprechend hier nochmal ganz kurz das Ding bauen. Und dann werde ich mir noch ein Frozen Heart bauen. Ich habe keine Ahnung, was ich mir hiermit bauen soll. Werde mir auf jeden Fall mal hier ein bisschen Schnelligkeitsboots kaufen, warum nicht? Ich hätte mir fast noch ein. Ich werde mir, glaube ich, noch ein Orakel bauen. Hier ein Orakel kaufen. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Aber man weiß ja nie. Der Timo wird es mir verzeihen, dass wir ihn jetzt schön aufdecken.
Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. So, incoming. So, dann lassen wir den Timo hier doch mal ganz kurz zu Worte kommen. Oh, und der Yi läuft da voll rein. So, ich habe auf jeden Fall meinen Heal voll am Start. Ja, mal ganz kurz hier ein bisschen drauf achten, dass ich die richtigen Leute heile. So, lassen wir uns hier schön drauf gehen. Zack, wieder geheilt. Triple Kill. So sehen wir das gerne. Voll auf den Inhibitor. Das ist sehr, sehr schön. Und ich denke mal, das war's dann auch mit diesem Game. Das sollen wir, wo sollten wir, denke ich mal, gut beenden können. Die gehen hier noch für Timo. Oder kommt der Master Yi? Aber auch der ist kein Problem für uns im Prinzip. So, jetzt habe ich nochmal ganz kurz hier voll geheilt. Gehen wir nochmal ganz kurz rein. Unser Mondfeuer hier komplett durch. Sehr schön. Der Tower wird auch noch eingerissen. Boom. Und, da kommen sie doch nochmal. Da kommt der Sigis und greift alles wieder ab. Kein Problem. Sehr schön gemacht. Sehr schönes Spiel. Er läuft hier nochmal rein. Wird aber jetzt hier von dem, Dings nochmal abgegriffen. Und ich denke mal, das sollte es dann gewesen sein. Ich kann noch ein bisschen Mondfire-Spamming hier betreiben. Und da ist es zu Ende. Ja, das war's mit der heutigen Folge. Sehr schön gemacht, die Leute hier. Wenn ihr auch Spaß am Spiel gefunden habt, dann könnt ihr in der Beschreibung einen Link andrücken und euch ganz einfach der Liga der Legende beitreten und eventuell auch mal am Community War mitspielen. Oder natürlich, ihr habt schon einen League of Legends Account, dann könnt ihr natürlich einfach so mitspielen. Jeder ist herzlich willkommen. Hier ist egal welches Level. Hier waren auch unterschiedlichste Level drin, von 30 bis runter, ich glaube 15 oder so. Also dementsprechend alles kein Problem. Okay, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erst einmal. Ciao.